Bevor ich auf das Thema dieser Folge eingehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es sehr sinnvoll ist, diese Videoreihe nacheinander zu sehen bzw. zu hören, da der Sinn des Inhalts dadurch deutlicher zutage tritt. In dieser und den nächsten Folgen möchte ich auf das von mir bisher Gesagte eingehen und es noch mehr konkretisieren, speziell für die Zeitqualität, in der wir jetzt leben. Macht die Konkretisierung Sinn und erfüllt den Zweck, uns in uns selbst wiederzufinden, das heißt unsere geistigen Kräfte tatsächlich als real wahrzunehmen und sie anzuwenden. Wenn wir uns erstmal so weit einig sind, dass wir nicht nur der Körper, sprich unser Gehirn sind, sondern dass wir geistige Wesen sind, wie immer man das auch im Einzelnen definiert, so können wir aus dem Erkenntnisstatus heraus uns Folgendes vorstellen. Ich gebe jetzt mal als Beispiel den Begriff Matrix. Die Matrix ist etwas, was wir als Illusion wahrnehmen können. Es ist nicht die Wahrheit. Aber umso besser diese Matrix uns dargestellt wird, umso realer sie uns erscheint, desto schwerer wird es, sie als Matrix zu erkennen. An der Stelle sei darauf hingewiesen, dass es nur ein Begriff ist, den wir als Definition nutzen, eine Vorstellung zu erzeugen, die die Auswirkung hat, andere kontrollieren zu können. Nehmen wir jetzt den Begriff Matrix und nehmen ein weiteres Beispiel für die Matrix in Form von einem Film. Wenn ein Film gut gedreht ist, das heißt, wenn die Qualität der Darstellung, was auch immer in diesem Film dargestellt wird, qualitativ sehr gut ist, werden wir den rein visuellen Aspekt immer mehr als Wahrheit empfinden, während wir uns diesen Film ansehen. Wenn die Protagonisten, sprich die Schauspieler, ihre Rolle gut verkörpern, dann fühlen wir sogar mit. Situationen, die in einem Film dann aufkommen, bringen uns dazu, sie emotional zu verfolgen. So können wir Leid in uns erfahren, Freude, Angst, alle möglichen Arten der Wahrnehmung können wir aus einem gut gemachten Film wahrnehmen. Wenn die Story, egal wie absurd sie ist, gut konstruiert ist, glaubhaft erzählt, gut dargestellt ist, wird dieser Film für uns in dem Moment, wo wir ihn sehen, immer realer. Das ist der Grund, warum wir mitfühlen können. Wenn der Film zu Ende ist, dann kehren wir wieder in unser Tagesbewusstsein zurück und können dann Emotionen weiter mit uns tragen oder können sie auch verwerfen, wenn wir dann im Nachhinein erkennen, dass es ja nur ein Film war. Das mögen wir, bevor wir den Film gesehen haben, auch geglaubt haben. Aber wie gesagt, ist dieser Film gut gedreht? Hat er gute Protagonisten, eine gute Story? Ist sie gut verpackt? Dann sind wir in diesem Film eingebunden, solange wir ihn sehen. Gehen wir jetzt weiter in der Vorstellung, dass die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, letztlich auch ein Film ist, eine Matrix, die von anderen konstruiert wird. Das heißt, Regisseure, die sich Protagonisten suchen, ihre Ideen durchzusetzen. Und wenn ich hier von der Welt spreche, dann meine ich nicht das Universum oder unseren Planeten, sondern die Welt, die wir als das wahrnehmen, was von uns scheinbar, uns Menschen, konstruiert wurde. Ein gesellschaftliches System mit all den Systemen im System.
ob es das Geldsystem ist, das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem, das politische System. Alles das ist ein Konstrukt von Menschen. Und wenn Menschen eine gewisse geistige Kraft in sich erkannt haben, andere beeinflussen zu können, egal durch welche Manöver bzw. durch welche Illusionen, die sie den einzelnen Menschen geben, sei es Geld, Vermögen, Ruhm, was es auch sei, damit kann man Menschen erstmal kaufen. So wie man einen Schauspieler gut bezahlt, der seine Rolle gut spielt. Das sind die Protagonisten, die ich in der jetzigen Welt sehe, in der Politik, in der Wirtschaft, in all diesem System unterwanderten Konstrukten, wo wir mit Menschen zu tun haben, die Macht haben, zumindest nach außen hin Macht ausüben. Das sind Protagonisten bzw. Schauspieler, die uns eine Welt vorgaukeln, in der wir dachten, frei zu sein. Das ist aber eine Illusion. Letztlich die Matrix, von der ich spreche, oder als Beispiel der Film, den wir sehen. Wir müssen uns jetzt selber in diesem Film erkennen, auch als Schauspieler, aber unbewusste Schauspieler, die nicht bezahlt werden, sondern die zahlen, die letztlich durch ihre Leistung in diesem Film, in dieser Matrix, ihre Arbeit, die sie leisten, durch Steuerzahlung und dergleichen, dieses System finanzieren, weil es gibt keinen anderen, der dieses System finanziert, außer die Menschen, die gar nicht wissen bewusstermaßen, dass sie in einer Matrix leben. Die größte Angst derjenigen, die uns kontrollieren, ist daher ganz offensichtlich, dass mehr und mehr Menschen das erkennen können. Man könnte hier davon sprechen, dass sie erwachen aus einem Schlaf oder aus einem Film, in dem sie ihre Rolle spielen und glaubten bis zu diesem Zeitpunkt, dass sie einen freien Willen haben. Letztlich hat jeder von uns diesen freien Willen, aber wir müssen ihn erkennen in uns durch unsere geistige Kraft. Und wir müssen ihn nutzen wollen. Wenn wir unseren freien Willen in uns erkennen und ihn wieder nutzen, die Matrix immer mehr durchschauen, fällt diese Matrix in sich zusammen. Sie hat kein Gerüst mehr. Da das Gerüst wir Menschen sind, die bisher nicht erkannt hatten, welche Macht in uns liegt. Wenn wir aber erkennen, dass diese Welt eine Illusion ist, eine Matrix, ein Film, dann wird diese Welt zerbrechen. Und meine Überzeugung ist die, dass dieser Zusammenbruch schon längst stattfindet. Aber er fällt nicht wie mit einem Bombenschlag, sondern eher wie ein Tsunami, der sich entwickelt und irgendwann unaufhaltsam sein Ziel erreicht. Ich habe ja fast in jeder Folge erwähnt, wie wesentlich für mich der Zusammenhalt von uns Menschen ist, beziehungsweise, dass wir uns untereinander verbinden, sei es in Kommunikation durch technische Mittel oder direkt. Direkt ist natürlich immer der bessere Weg. Aber wenn wir uns weiter klar darüber sind, dass nur wir die Macht haben, die Dinge zu verändern, dann sollten wir diese Macht auch nutzen. Auch für die Menschen, die noch im Zweifel sind, die das System schon mehr und mehr erkennen, aber glauben, dass um sie herum noch viel zu viel Verwirrte sind, denen sei hier gesagt, uns wird geholfen. Das heißt, die Zeitqualität, in der wir leben, die energetischen Zyklen, die uns hier in dieser Welt mit beeinflussen, tragen enorm dazu bei, dass die Menschen Impulse erhalten,
oft schneller aus dieser Matrix zu erwachen. Also wird der Moment des Erwachens von mehr und mehr Menschen immer mehr beschleunigt, auch wenn das für den einen oder anderen nicht so scheinen mag. Für mich ist es die tiefste Überzeugung, dass das geschieht, und ich merke es auch direkt in meinem Umfeld. In der nächsten Folge werde ich genau hier anknüpfen und wünsche allen bis dahin eine gute Zeit.